Leute, what's up? Moonboon hier. Herzlich willkommen zurück zu Ironboon, der World of Warcraft Iron Man Challenge hier auf meinem YouTube-Kanal. Regel und Rangliste wie immer unten in der Videobeschreibung. Wir sind im Kraulsumpf, Sümpfe des Elends, und sind gut angekommen. Oh, da kommt noch jemand. Haben ein paar gute Quests erledigt. Können hier noch eine abgeben, das war die mit den Landminen aus der letzten EP. Denke mal nicht, dass es da jetzt eine Folgequest gleich gibt, oder? Nee. Weil wir haben ja noch zwei andere Quests offen. Aber immerhin, wir sind Level 55. Wir haben 55%. Okay, das ist ein unheimlicher Zufall. Aber ja, damit leben wir jetzt. Und wir gehen jetzt noch Schreiter-Schenkel farmen. Guck mal, da vorne läuft einer. Und weitere Krokodile töten. Zwei Stück. Die Krokodile sind sehr einfach. Da haben wir letztes Mal schon 6 davon getötet, ohne dass uns jemals eins auch nur berührt hätte. Bei den Schreitern weiß ich nicht, das ist, glaube ich, eine andere Sache. Da müssen wir jetzt mal schauen. Die haben nämlich, guck mal, die sind so schnell unterwegs hier, die Nerds. Die müssen wir ein bisschen mehr kontrollieren wahrscheinlich. Oh, aber nicht schon wieder an die Wachen ranlocken. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Die Wachen killen mir die Schreiter. Das ist eigentlich gut, aber eigentlich auch nicht, weil ich muss eine bestimmte Verhältnis einhalten von gepulten Mobs und von mir getöteten Mobs. Das heißt, wenn die Iron Man Website sieht, dass ich zu wenig Todesstöße habe im Verhältnis zu den Mobs, die ich gepult habe, dann werde ich red geflaggt oder gelb geflaggt, glaube ich erstmal. Das heißt dann, dass mir jemand geholfen hätte oder so. Und das will ich nicht, ne? Wir wollen das ja hier ja richtig spielen. Das soll ja alles richtig sein. Kann ich mal essen? Yes. Wir können auch mal Dings noch herbeizaubern. Erfrischungen. Und wie immer ist jetzt wieder was Neues, was ich in die Leiche ziehen muss. Das ändert sich auch irgendwie ständig. Ständig muss man das in die Leiche ziehen. Hanai! Haben wir jetzt Schenkel gekriegt? Ja, 1 von 9. Oh, da kommen die Procs. Piu, 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 piu. Piu, piu. Oh, da kommt doch hin. Oh, da kommen nochmal Procs. Oh, da haben wir nochmal reingeprockt, du. Oh, 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 das ist gut. Oh, ich habe den Cast abgebrochen. Und ich habe nicht getroffen. Oh, fuck my life. Das war Fail. Aber wir haben gleich nochmal eine Nova vom Ele. Das ist gut. Und wir haben Bock. Okay, alles. Saved. Saved. 0,1. Da hat er gedacht, ich habe überlebt. Und auf einmal war er tot. Der arme Bengel. Wir können ja noch die Krokos schnell mitnehmen. Dann haben wir die nämlich auch fertig. Krokos in der Popo. Komm schon, Brock. Brock. Brock doch endlich. Oh yeah. Piu, piu. Oh. Ha, getroffen. Ganz schön slow, hä? War ganz schön fix, hä? Ich liebe es, wenn die Frost-Nova nicht bricht. Dann kann ich 2 Eislanzen reinballern und beide kritten. Da ist locker 7% jedes Mal weg pro Eislanze. Das ist echt ein geiler Deal, du. Und? Und? Oh, 8%. 7. Piu. Krokos, fertig. Jetzt bauen wir nur noch die Schreiterschenkel. Lass uns Schenkel farmen. Schöne Schenkel. Da vorne sind Schenkel. Und ich glaube, da droppt auch jeder, weil wir haben schon 2 Schreiter getötet und wir haben 2 von 9 Schenkel. Ich glaube, der hier sollte man zuerst machen. Boah. Das ist aber auch ein knappes Sichtfeld. Oh, oh, ganz kurz bevor der Buff abgelaufen ist. Immer mal wieder nach hinten schauen, nicht dass wir in irgendwas reinlaufen. Sehr schön. Jawohl. 3 von 9. Und dann holen wir uns gleich noch den hier. Wie lange hält der Hagelbrock?
Oh, boy, 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 boy. Oh, oh, gerade noch abgefeuert, du. Ich wollte erst den Frostblitz raus haben. Warum ist das so schnell? Der ist doch geslowed. Ich wollte erst den Frostblitz noch raus haben wegen dem Slow, sage ich gerade. Und dann rennt der auf mich zu wie ein Irrer, ey. Was ist mit dir? Ich will keine Irrenschenkel. Ich will schöne, schöne Schreiterschenkel, okay? Schön saftig. Oh ja. Yeah. Und schön tiefgekühlt. Hey, Blicks. 4 von 9. Ja, das läuft doch wie am Schnürchen hier in den Sümpfen des Elends. Das war eine gute Entscheidung von euch. Und ehrlich gesagt, ich habe es mir auch gewünscht. Also, ich wäre hier auch gerne hingegangen. Da waren wir uns einig, YouTube. Ah, ist das nicht herrlich? Gemütlich herumquesten. Und dead. Wir haben hier echt voll, das ist voll schön hier gerade. Wir haben voll freie Bahn, die ganze Zeit. Keine Krokos von links oder rechts, die uns angreifen. Keine anderen Mobs. Wirklich nur geradeaus laufen und Schreiter töten. So habe ich es gern. Der hat uns jetzt mal erreicht, ne? Aber ich hatte Schild oben. Deshalb hat er uns kein Damage gemacht. Gott sei Dank, du! Der wollte schon wieder losrennen hier. Ich glaube, wenn sie losrennen, dann macht ihnen der Slow nix. Habe ich das Gefühl. Das können die irgendwie kontern. Deshalb muss man sie komplett einfrieren, wenn sie rennen. Aus dem Hut kommen sie nicht raus. Oh, big damage. Dude. You're dead. So, 7 von 9. Haben wir schon... Warum bin ich infight? Greift mich irgendein Viecher? Hä? Ich wollte gerade sagen, vielleicht haben wir nämlich hinten schon zwei Respawns. Lass mal zurücklaufen. Weil wir sind jetzt schon ein ganzes Stückchen unterwegs. Ja, das habe ich mir nämlich fast gedacht. Und die Krokos hier müssten auch bald respawnen. Da brauchen wir nämlich nicht noch tiefer vordringen in die Sümpfe, wenn wir alles hier direkt vor der Haustür haben. Wahrscheinlich wird er jetzt von den Wachen gekillt, aber das Risiko nehme ich in Kauf. Oder ich blink mich nochmal in die andere Richtung. Oh, ja, okay. Zu spät. Okay, jetzt müssen wir nur noch auf einen Respawn warten. War nicht hier unten? Ja, aber die sind auch noch nicht wieder da. Die kommen bestimmt gleich. Wenn wir den gerade eben jetzt schon wieder gespawnt haben, dann was haben wir denn dann getötet? Die zwei Krokos haben wir dann getötet, ne? Und dann den da vorne, wobei es kann doch ein bisschen gehen. Lass uns doch einfach schon mal die eine Quest abgeben, so lang. Bis dahin sind die anderen bestimmt wieder da. Finde den verrückten Larry südöstlich. Aha, okay. Sonst keine. Ich habe immer das Gefühl, ah ne, das ist der Ruhestein da beim Flugpunkt. Auf der Minimap sieht es immer so aus, als wäre da noch irgendwas beim Flugpunkt. Den verrückten Larry, ja, das ist der, glaube ich, der uns mit der Kanone durch die Gegend schießt, wenn mich nicht alles irrt. Oh, da ist unser Respawn.
Und das müsste der letzte sein, ne? Yes, dude, yes. Abgeschlossen. In einen Kampf verwickelt, schon wieder. I don't know. I don't know why. Ich denke immer, dass mich irgendwelche Pets angreifen. Wie ist das, so kleine Heuschrecken oder so ein Shit? Aber alles, was uns hier folgt, ist Asmongold. Und sonst nix. Ist komisch. Naja, halt, wir brauchen gar nicht aufmounten. Komm nämlich nicht rein hier ins Haus mit Mount. Zack, Quest beendet. Schon fast ein Dreiviertel Level. Okay, na dann müssen wir jetzt unseren Weg finden zum Larry nach da unten. Oh, das wäre tricky. Tricky, 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 tricky. Wenn wir Glück haben, können wir noch, bevor hier alles respawnt, einfach hier nach unten reiten. Was mich auch beunruhigt, ist, dass der Larry keinen Flugpunkt hat. Der Flugpunkt ist nämlich irgendwo anders. Oh, guck mal. Die Früchte unserer Arbeit ernten wir hier gerade. Wir könnten einfach durchreiten. Nur, oh shit. Nur jetzt müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Oh boy. Das sind viele Mobs. Coco tut de Popo, du bleibst mal da unten im Wasser. Okay? Okay, danke. Oh. Oh, zwei Kroko. Okay, aber die gehen gerade schön auseinander. Herrlich. Dieses Opening nutzen wir eiskalt aus und gehen hier Richtung Weg. Und gehen da vorne Richtung Lair. Oh. Ist das da ein Enemy im Wasser? Das ist ein Kroko, Alter, unter der Brücke. Holy shit. Das müssen wir töten. Das hätte ich safe gepullt, wenn ich da drüber geritten wäre. Unkontrollierter Pull, nichts gut. Komm, dann stirb. Larry, Larry. Was hast du hier wieder für ein Lager? Mitten im Nichts, du. Ohne irgendwelche Flugpunkte. Kill Gil. Tötet 7 Pirscher, der Goblin. Das letzte Hemd hat keine Taschen. Ich glaube, der ist ein bisschen high, der Bengel. Beschafft 6 Kulturbeutel von toten Freibeutern. Okay. Also nach wie vor erstmal keine Kanonenquest. Ja, das ist alles da unten. Ah, das gefällt mir jetzt gerade nicht so, muss ich sagen. Da müssen wir nämlich jetzt erstmal durch den Dschungel und uns da runter kämpfen. Und dann müssen wir da unten kämpfen. Können wir hier einfach schön entlang schniegen? Da ist ein Kroko. Oh, das ist auch ein Kroko. Hier sind überall Schreiter. Yes, das ist Maria. Das ist ein Fiasko. Okay, hier schnüseln wir uns durch. Sag mir bloß nicht, dass da unten... Okay. Huh, boy. Gelbe Schildkröten sind okay. Solange keine roten Krabben sind. Gelbe Schildkröten. Alles safe. Safe, wir sind safe, wir sind safe. Und da vorne gehen unsere Quests los. Pirscher, Level 55, 2000 Leben. Kein Mana. Also vermutlich auch Nahkampf-Mobs, ähnlich wie die Krokos und so. Nachteil, sehr bevölkerter Strand mit sehr vielen gelben Mobs. Konsequenz, wir können unsere eigene Frostnova, wenn wir sie einsetzen, müssen wir echt aufpassen, wo wir sie einsetzen, dass wir nicht noch die Schildkröten dazu aggroen. Notfallplan, Schildkröte schieben. Okay, alles vorbereitet, Angriff starten. Die Vorbereitungen eines Iron Man auf einen Mob-Pull. Ich sag dir, das bruchst alles. Schon springst du nicht weit. Das bruchst, das ist wichtig. Oh, Doppelbrock. Holy moly. Jetzt können wir eigentlich schon nicht Eis Novan. Oh, da ist noch ein Grapes. Wir können auch nicht Kälte kegeln. Oh, oh. Jetzt hat. Puh, boy. Das ist eine ganz schöne Scheiße hier mit den Kröten. Komm schon, kill ihn.
kann ich Kelle geben. Leck, macht der Damage. Oh, sehr schön. Bitte Drop. Nope. Ah. Ich muss die Kulturbeutel, muss ich gar nicht von den Lebenden sammeln. Die schwimmen da im Wasser, guck mal. Sind hier im Wasser auch Schildkröten? Ja, überall. Sonst hätte ich gesagt, wir kämpfen hier wegen der Frostnova, aber das ist nicht so einfach, glaube ich. Ja, wir müssen das wirklich vorsichtig angehen hier. Wirklich, wirklich vorsichtig. Es sind halt Schildkröten und Krabben. Es sind so viele Mobs. Okay, ich glaube, hier können wir Novan. Ja. Ah, da hinten kommt eine Grapes. Okay. Präzisions-Frostnova hier. Chirurgisch präzise Frostnoven. Wir haben kein Schild oben. Na, komm raus damit. Tod ist tot. Uff. 2 von 7. Jetzt lass uns mal hier die Taschen looten. Natürlich mountet es mich ab. Oh boy. Da vorne sind ziemlich viele. Andererseits, bis ich die hier an den Strand gepult habe, da bin ich halt auch im Wasser. Oh. Was ist los? Was ist passiert? Scheiße, was ist passiert? Soweit. Ich wollte gerade sagen, soweit so gut. Da kommt einer von unten aufgetaucht. Ey. Na gut, lass uns das weiterhin hier schön von der Seite angehen. Wie machen wir denn das? Der resettet doch bestimmt, bis der am Strand ist, oder? Mal probieren es einfach. Ich hoffe, ich kann den festfrieren an der Oberfläche. Ja. Oh, habe ich noch was getroffen? Nee. Nee, Schildkröte safe. Oh, Hagelbrock. Hagelbrock. Hagelbrock, please. Please. Okay, okay. Achtung. Got him. Uns fehlt ein Damage, uns fehlt ein Damage! Oh shit, da ist passiert. Da ist passiert. Notfallplan? Sehr gut, Notfallplan in vollem Gange. Hat bis jetzt funktioniert. Sehr gut, sehr, sehr gut. Uff. Okay, Abstand. Cooldowns? Ja, okay. Tut mir leid. Krabbenscharf. Es war nicht meine Absicht, dich zu töten. Aber du hast leider Aggro gezogen. So ist nun mal das Leben. Wer Aggro zieht, muss sterben. That's it. That's all. Wupp, wupp. Sehr gut. Haben wir wunderbar gelöst. Wunderbar, hey, wunderbar. Okay, dann tun wir essen. Und dann müssen wir wieder ins Wasser und noch eins suchen. Oder wir gehen jetzt mal am Strand entlang. Vielleicht können wir die auch einzeln pullen. Haben wir den nicht sogar schon gepullt gehabt gerade eben? Ist der gerespawnt? Conscious Siege. Aber hier müssen wir jetzt aufpassen. Ne? Oh, nur vorsichtig hier. Nice Damage. Guck mal, der ist halb tot, ey. Geil! Oh. Da, was Kleines. Seht ihr das? Okay, got it.
Oh, schöner Proc. Hat aber irgendwie nicht viel Damage gemacht. Ah, aber der hier. Jetzt haben wir noch einen Proc. Oh, Offensivblink, der war not good. I don't like Offensivblinks. Achtung! Bam, Junge. 75% runter. Halt. Jetzt hat. Lol, da fliegt eine Maschine. Was war das für eine Maschine, Dude? Oh. Da hat er mich noch erwischt. Der Schlawiner. Da hat er mich noch erwischt. Vier von sechs. Sind die da hinten respawned? Die Mobs, ja. Die Taschen, nein. Uff. Ja, nee. Das machen wir nicht. Das ist sehr tricky hier. Nur mal gucken, ob wir den einen da rauspullen können. That's what he said. Ich glaube, wenn das Ding drauf ist, dem seine Nova, dann kann ich den, glaube ich, auch shattern. Ich bin mir aber nicht sicher. Muss ich mal durchlesen. Nach 55 Leveln sollte man sich die Fähigkeiten da mal durchlesen, ne? Oh, 221, Mann. Das sind die Zahlen, die ich sehen will. Oh, lol. What the fuck? Hat das ein Rahmob? Oh, 3,3k. Komm zurück! Du gibst bestimmt voll viel Exp. Oh, can you get this? I need this. Oh shit, ich hab... Oh fuck my life. Nein, 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 nein. Nein, ich war greedy. Und das habe ich davon. Ah, oh, ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Ich war greedy. Ah, oh, ich habe nicht aufgepasst. Ein Fehler, du. Ich sag's dir, ein Fehler und alles ist vorbei. Oh, 7 von 7. Lass uns was essen. Der kommt bestimmt nochmal. Der kommt bestimmt wieder hochgerannt. Wenn ihn niemand tötet. Okay, aber ich sehe gerade, wir sind schon wieder über 20. Okay, Leute, wir müssen hier kurz einen Cut machen. Ne? Und machen in der nächsten EP aber direkt hier weiter. Und ich bedanke mich wie immer fürs Reinschauen. Wenn es euch gefallen hat, bewertet die EP positiv, schreibt Kommentare. Wir sehen uns das nächste Mal. Ich bin der Muni und ich bin raus. Ciao, ciao.